Ich sitze hier in einer alten Industrie-Investment-Ruine. Die ist so ca. 1920 gebaut worden. Eigentlich sollte hier Braunkohle veredelt werden, aber die Braunkohle, die abgebaut wurde, war zu gut und musste nicht mehr veredelt worden. Also wurde es einfach nicht in Betrieb genommen. Obwohl nur das Türmchen so bei Wind und Wetter ewig vor sich hergammelt, sitze ich aber hier noch relativ sicher. Möglich macht das der Stahlbeton. Ein Verbundwerkstoff aus Stahl und Beton. Diese beiden Materialien werden zusammengebracht und hinterher erhalten wir ein Material, was noch fester, noch belastbarer, also viel bessere Eigenschaften hat, als die beiden Komponenten vorher einzeln. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was hat das bitte schön alles mit der Nagelmodellage zu tun? Bei der Nagelmodellage ist es ja nicht viel anders als auf dem Bau. Die Statik muss stimmen, die unterschiedlichen Materialeigenschaften beeinflussen die Anwendungsgebiete. Und beim Bau, da hat man so einen kleinen Allrounder, den man für relativ viele Sachen verwenden kann. Das ist eben der Stahlbeton. Und in der Nagelmodellage, da haben wir auch sowas Ähnliches. Und was das ist, das verrate ich euch nach dem Intro. Im Nagelstudio sind wir ja immer bestrebt, dünne Nägel zu machen, haltbare, belastbare. Und da guckt man natürlich auch mal über den Tellerrand, was so bei den anderen Branchen los ist, was man da eventuell übernehmen kann. In der Baubranche, hatten wir ja gesagt, sind wir fündig geworden. Stahlbeton war es jetzt natürlich nun nicht, also das funktioniert nicht ganz. Aber da gab es was anderes. Das kann man feilen, das ist hoch belastbar, das kann man sogar einfärben, das kann man verformen. Und das ist das Fiberglas. Natürlich musste das ein bisschen geändert werden. Also man konnte jetzt nicht dieses Fiberglas aus der Baubranche übernehmen, sondern da gab es dann so kleine Fiberglasstreifchen, die da gefertigt wurden. Richtiges Fiberglasgewebe, was man dann in der Nagelmodellage verwenden konnte. Zuerst musste der Nagel natürlich ganz normal vorbereitet werden. Es wurde in Kleber aufgetragen und dann musste man diese kleine Gage passend schneiden für den Nagel und in den Kleber einlegen. Der wurde dann noch ein paar Mal zwischengehärtet. Das Problem dabei war, es war ziemlich fummelig. Also man musste ganz schön aufpassen mit der Schere, diese Gage in Form schneiden, also wirklich sich passend für jeden Nagel ein Stück rausschneiden und anpassen. Das war natürlich relativ aufwendig. Wichtig war auch, man musste immer mit Tipp verlängern, also eine Verlängerung ohne Tipp gab es in dem Moment nicht. Das ist natürlich auch ein kleiner Nachteil gewesen. Und am Ende mussten wir diesen Kleber, den wir hatten, aktivieren. Also der musste ja aushärten und dafür hat man einen Sprühaktivator genommen. Also man hat es einfach angesprüht und der Kleber reagierte. Das Problem dabei ist allerdings, der Aktivator war früher ein Trichloroethan und Trichloroethan ist ein Nervengift. Und immer, wenn man Chemikalien so fein zerstäubt, wie wir es hier machen, dann ist das natürlich auch für die Gesundheit desjenigen, der es anwendet und auch der gegenüber sitzt, nicht gerade ideal. Außerdem war es ganz wichtig, dass die Nageldesignerin da topfit war und weiß und wusste, was sie tut, weil man einen ganz bestimmten Abstand, so circa 20 cm, einhalten musste. Wenn man zu nah rankam, wurde es extrem heiß. Wenn es heute heiß wird im Lichthaltegerät, nehmen wir einfach die Hand raus, warten kurz und gehen wieder rein. Dann lässt das nach. Ja, das funktionierte da aber nicht. Also wenn es heiß wurde, dann musste man das aussitzen, irgendwie, wie es auch immer auszuhalten war. Das war natürlich ein großer Nachteil und das musste wirklich jeder wissen, was er tut. Generell das Zerstäuben von Chemikalien bin ich nicht so der Fan davon, weil man es ja doch immer wieder mit einatmet. Sollte man doch tunlichst vermeiden eigentlich, weil es immer wieder eine chemische Belastung ist für den Körper. Und irgendwann kam mal jemand auf die geniale Idee, dass man sagt, na, da mische ich das Fiberglas einfach ins Gel mit rein.
Und das war wirklich ein Fortschritt. Das Material ließ sich wunderbar verarbeiten. Also wir hatten ja ein flüssigeres Gel, diese Partikel alles ineinander gemischt, lässt sich wunderbar verarbeiten. Man kann das sogar pinchen. Also das ist wirklich dann ein echter Fortschritt gewesen. Viele von uns haben immer so im Hinterkopf, oh, Fiberglas, das ist bestimmt gefährlich und gesundheitsschädlich. Gerade wenn die Männer auf dem Bau damit zu tun haben, dann packen sie sich immer ein und setzen sich Masken auf. Dann schauen wir uns doch einfach mal an, was Fiberglas überhaupt ist. Fiberglas ist ein glasfaserverstärkter Kunststoff. Glas besteht meistens aus Siliziumdioxid. Siliziumdioxid ist chemisch inert, also es löst keine chemischen Reaktionen aus im Körper und es geht auch keine Verbindung ein. Also im Prinzip könnte man, wenn man wollte, es sogar essen. Wenn man Siliziumdioxid mit Wasser versetzt, also hydratisiert, dann entsteht Kieselsäure. Und Kieselsäure ist ein Trennmittel. Das findet man ganz oft in Gewürzmischungen, Gewürzen. Reibekäse hat es ganz gern mal mit in der Verpackung drin, einfach damit es nicht klumpt. In unseren Lebensmitteln finden wir Kieselsäure sehr oft sogar. Sucht einfach mal nach der E551 oder einfach nach Kieselsäure, da werdet ihr staunen, wo das überall drin ist. Sogar in Babynahrung darf es verwendet werden und auch in biologisch angebauten Produkten, also dann in Bioprodukten generell, kann Kieselsäure zu finden sein. Schaut einfach mal nach, da werdet ihr wirklich staunen. In der Kosmetik hat die Kieselsäure eine INSI-Bezeichnung und zwar heißt das das Silika. Wenn die Kieselsäure noch beschichtet wird mit Titandioxid oder Eisenoxid, dann finden wir es zum Beispiel sehr oft in Make-up, im Puder, in der Zahnpasta als Putzhilfe oder auch im Peeling ist es mit drin. Wird die Kieselsäure noch silikonisiert, dann entsteht ein Konsistenzgeber. Und den finden wir auch sehr oft in unseren Arbeitsmaterialien drin. Zum Beispiel im Acryl, da ist es, hat es wieder diese Eigenschaft des Trennmittels, also dass es so schön rieselt, dass es nicht verklumpt. Bei der Verarbeitung ist es dadurch auch schön cremig, lässt sich sehr gut verarbeiten. Im Gel ist es drin, zum Beispiel auch wieder, da steuert es die Rheologie, also die Fließeigenschaften, dass es nicht in die Ränder läuft. Oder gar im Farbgel haben wir es auch drin, dass die Pigmente sich nicht absetzen, also dass wir die dauernd wieder rühren müssen. Wenn so viele Materialien jetzt Fiberglas schon enthalten, woran macht man denn dann fest, dass es auch wirklich ein Fiberglasgel am Ende ist? Der Dreh- und Angelpunkt liegt dort bei der Partikelform und der Partikelgröße. Schauen wir uns zuerst einfach mal das Fiberglas vom Bauer an. Das habe ich hier in dieser Schale. Und wenn ich das so hochhalte, sieht man es vielleicht, dass das ganz feine Härchen sind. Wirklich lange, dünne, feine Härchen. Also spitz wie Nadeln. Und wenn man feilt, bohrt, schneidet, was auch immer damit macht, dann können die abbrechen, entstehen ganz kleine Partikelchen, die aber diese Nadelform haben. Und diese Form, dieses Spitze, wenn ich das einatme, kann das bis in die Lunge gehen. In der Lunge kann es bis in die letzten Lungenbläschen eindringen und da kriege ich es dann auch nicht mehr raus. Also das ist das Problem bei diesen spitzen, feinen Fasern. Also die sind wirklich nicht mal einen Millimeter groß im Durchmesser. Und das ist das Gefährliche, dass die sich wirklich in der Lunge verhaken können. Aber das ist das Baufiberglas. Wenn ich mir unser Fiberglas anschaue, was wir im Gel haben, das sind Blättchen. Die legen sich auch im Gel sehr schön. Also dadurch habe ich eine glatte Oberfläche. Hätte ich so ein spitzes, faserisches Fiberglas drin, dann hätte ich auch eine spitzfaserische Oberfläche. Also dann würden diese ganzen Fasern oben aus der Oberfläche wieder rauspieksen. Daran kann man das auch sehen, was für eine Fiberglasform im Fiberglasgel drin ist. Also das haben wir in unserem Gel drin, feine Blättchen, die sich dann auch schön auf dem Nagel legen. Und hier haben wir nochmal ein Pulver. Sowas ist im Acryl drin, dass es schön rieselt, also dass es nicht klumpt.
Und dass es dann auch, wenn ich es verarbeite, wirklich schön cremig ist, dass es schön fließt. Dafür haben wir dann im Acryl diese Kügelchen drin. Also in unseren Modellageprodukten haben wir diese beiden Formen vom Fiberglas drin. Und wenn ich feile, da kann ich mich auch anstellen, wie ich will. Ich bekomme da nicht diese Nadelform hin. Diese feinen, kleinen, spitzen Nadeln, das geht nicht. Also ich habe, wenn ich den Fiberglasnagel feile, ganz einfachen Feilstaub. Ich muss natürlich immer bedenken, dass Feilstaub generell eine Belastung ist. Früher, wir wissen es ja, Staublunge bei den Minenarbeitern. Wenn da nicht auf die Gesundheit geachtet wird, dann kann sowas passieren. Und auch im Nagelstudio, das ist allen bekannt, dass der Feilstaub eine Belastung für den Körper ist, wo man sich schützen muss durch Absaugung und was auch immer, Mundschutz. Aber wie gesagt, wir haben auf keinen Fall diese gefährlichen kleinen Fasern in unserem Feilstaub drin, die dann wirklich bis in die Lunge reingehen könnten und die Lunge schädigen würden. Also so ein Feilstaub ist es nicht. Und von der Sicht her muss man da auch gar keine Angst haben, dass man jetzt irgendwie sich dadurch schädigt, dass man mit Fiberglasgel arbeitet. Der Feilstaub ist egal von welchem Gel, immer eine Belastung und da muss man natürlich auch eine Vorsorge tragen, das ist ganz klar. Man hört ja immer mal wieder so ein paar Mythen, die so über Fiberglas durch den Äther schwirren, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel, dass das Fiberglas scharfkantig ist, dass es Widerhaken hat, dass die Partikel sich in den Naturnagel reinfressen und dadurch die Haftung am Naturnagel bringen. Also ich habe ja hier diese Partikel, die im Gel drin sind. Und wenn ich da hier mal so reingehe, dann kann ich die problemlos zwischen den Fingern zerreiben. Ich kann es auch mal da richtig rubbeln. Also da passiert nichts. Meine Hand, meine Finger, alles ist noch ganz. Da hakt sich nichts ein, das ist nicht scharfkantig. Es klebt zwar alles jetzt ein bisschen an meiner Haut, das liegt aber an den Adhäsionskräften, die hier zwischen Haut und Partikelchen wirken. Aber das hat nichts mit der Haftung an sich zu tun. Fiberglaspartikel bringen im Gel selber keinerlei Haftungseigenschaften. Aber wo kommt denn dann die Haftung nun eigentlich her? Das ist wieder der Vorteil unseres Verbundstoffes. Also wir haben ja ein flexibles Gel, wo diese Partikel eingerührt werden. Und dieses flexible Gel sorgt auch dafür, dass wir eine sehr gute Haftung am Naturnagel haben, aber der Nagel trotzdem kräftig belastet werden kann, also wirklich haltbar ist, dass er relativ dünn verarbeitet werden kann. Das ist dann natürlich der Vorteil, der aus dem Verbund dieser beiden Stoffe kommt. Wir haben am Rand diese Restflexibilität eben des Gels noch und dadurch lösen sich dann auch die Ränder nicht, obwohl der Nagel wirklich fest ist. Das ist der große Vorteil eigentlich von diesem Verbund der beiden Stoffe. Und deshalb kann man dann auch Allrounder dazu sagen, weil man es wirklich für viele Kundinnen verwenden kann. Also man kann sagen, 90% der Kundinnen haben mit Fiberglasgel keine Probleme. Dann kommt ja auch oftmals die Diskussion, ja, was nehme ich denn jetzt für ein Gel? Nehme ich jetzt ein hartes Gel? Nehme ich ein weiches Gel? Hier habe ich beides vereint und das macht eigentlich den Vorteil, dass ich es wirklich für viele, viele Kunden verwenden kann, dass es eben wirklich, dass es ein Allrounder geworden ist, das Fiberglasgel. Aufgrund der Vorteile, die wir gerade besprochen haben, ist das Fiberglasgel sehr beliebt. Man findet es sehr häufig am Markt und es gibt da auch sehr viele verschiedene Qualitäten. Bis hin, dass im Fiberglasgel gar kein Fiberglas drin ist, es einfach aus Marketinggründen nur so genannt wird. Ich wollte einfach jetzt mal noch so ein paar Tipps geben, worauf man achten kann, wenn man sich sein Fiberglas aussucht. Also, als erstes haben wir Fiberglasgel, was klar ist. Also, wenn wir uns die Fiberglaspartikel anschauen, die im Gel drin sind, die glitzern ja schon. Also, die streuen ja so schon das Licht. Wenn ich dann ein Fiberglasgel habe und diese Partikel sind da drin, dann ist das auch nicht klar.
Das ist ein klares Gel. Hier kann man bis auf den Grund gucken. Bei einem Fiberglasgel ist es nicht der Fall. Also das ist trüb, weil einfach die einfallende Strahlung der Sonne oder des Lichts immer wieder gebrochen wird, gestreut wird. Also das ist nur leicht trüb. Ein klares Gel sieht wirklich anders aus. Also das ist auch relativ schwierig oder es wäre sehr schwierig, da was hinzubekommen. Des Weiteren wird auch oft mal nach einem dünnflüssigen Fiberglasgel verlangt oder gesucht. Dünnflüssige Fiberglasgele ist schwierig, weil die Fiberglaspartikel, die geben ja die Fließeigenschaften oder die regulieren die Fließeigenschaften. Und je mehr ich da drin habe, desto fester, desto träger wird das Ganze. Also ist es wirklich schwierig, da was sehr Dünnflüssiges zu machen, wo dann auch wirklich Fiberglaspartikel drin sind. Eine Versiegelung mit Fiberglas wäre doch was Tolles, sagt vielleicht mancher. Eigentlich ist es unsinnig, weil eine Versiegelung wird ja relativ dünn gearbeitet und diese brauchen nicht mit Fiberglaspartikeln verstärkt sein, weil ja dann auch die Oberfläche uneben wird. Also das ist nicht nötig. Es gibt auch sehr harte Fiberglasgele am Markt. Für mich ist es jetzt nicht so die Idealkombination, weil gerade diese Symbiose aus diesem flüssigen Gel, diesem flexiblen Gel und dann die Festigkeit, die die Fiberglaspartikel mit sich bringen, ist eigentlich für mich das Ideale. Aber das muss dann auch jeder für sich entscheiden, was er verwenden möchte. Ja, und dann gibt es noch ganz viele eingefärbte Fiberglasgele. Da habe ich hier mal schon einige. Also Fiberglasgele kann man ja wirklich auch einfärben. Also ich habe French, ich habe Cover, ich habe trüb, leicht trüb eingefärbt, also ein Pinkton. Also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und das sind alles Aufbaugele. Es macht auch hier keinen Sinn zu sagen, ich trage nur ein ganz dünnes Cover auf, denn dann geht wieder wie bei der Versiegelung eigentlich der Effekt verloren, diese Eigenschaft, feste Fiberglaspartikel, flüssigeres, flexibles Gel am Rand, also diese Kombination würde dann auch wieder verloren gehen. Hier sind auch meine Lieblinge dabei, man sieht es schon, also das Babypink. Glamour ist was ganz Tolles, gerade für Babyboomer macht sich das sehr schön. Also man kann damit wirklich sehr, sehr viele Sachen machen, aber wie gesagt, das sind alles Aufbaugele und so sollten sie auch verwendet werden. Ja, eigentlich war es das von mir zum Fiberglas. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn irgendwas unklar ist, wenn ihr irgendwas von mir wollt, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ansonsten sage ich einfach wieder Tschüssi, bis zum nächsten Mal. I told you once or twice, or was it much too nice, that my work let you splash as my head up in a spin. Now I've been paying the price for the love that we made. Now if my boots you are walking, just swim beneath your waist. So won't you stop playing with my heart just 'cause you're high? No, and we've been steady now.